Fulton im US-Staat Missouri. Eine unscheinbare Kleinstadt im Mittelwesten der USA. Wenig hat sich hier seit 1946 verändert. Damals, weniger als ein Jahr nach Ende des Zweiten Weltkrieges, wehten die Flaggen zur Begrüßung Winston Churchills, der nach Fulton gekommen war und der Welt eine düstere Botschaft verkündete. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic. Von Stettin an der Ostsee bis Triest an der Adria hat sich ein eiserner Vorhang über den Kontinent gesenkt. Hinter dieser Linie liegen die Hauptstädte der historischen Staaten Mittel- und Osteuropas. Warschau, Berlin, Prag, Wien, Budapest, Belgrad, Bukarest und Sofia. Alle diese berühmten Städte und die Bevölkerung um sie herum befinden sich nun, so muss ich es bezeichnen, in der sowjetischen Einflusssphäre. Die Rede fand in den USA wenig Anklang. Man hielt sie für übermäßig hart und einige kritisierten den Präsidenten, Churchill eingeladen zu haben. Das zeigt wieder einmal, welche Wendungen die Geschichte nehmen kann. Heute gehört jene Rede zu den größten, die je gehalten wurden, weil sie der Welt die Gefahr der sowjetischen Expansionslust vor Augen führte. Die amerikanischen Soldaten kamen aus Übersee zurück. Zum zweiten Mal innerhalb eines Jahrhunderts waren die Vereinigten Staaten in einen Weltkrieg fernab von ihrem eigenen Territorium hineingezogen worden. Für 300.000 Amerikaner war es ein Krieg ohne Wiederkehr. Doch die übrigen kamen zurück in ein Land, dem es weitaus besser ging als je zuvor. I sort of eased back into contentment. I said, gee, this is wonderful. Ich war ganz erfüllt von einem Gefühl der Zufriedenheit. Die Leute hatten nun ein kleines finanzielles Polster, etwas, das wir ja in den Jahren der Depression nicht gekannt hatten. Nun reichte das Geld endlich fürs Essen auf dem Tisch, für ein Dach überm Kopf und für die Versicherungsprämien. Vor dem Krieg herrschte Arbeitslosigkeit, 15%, manchmal auch mehr. Die Wirtschaft stagnierte, dümpelte vor sich hin. Der Krieg hatte die Produktion von Waffen und Munition angekurbelt. Enorme Geldsummen flossen in die Wirtschaft. Millionen von Menschen, nicht nur Männer, sondern auch Frauen, machten sich begeistert an die Arbeit. Nach dem Kriege herrschte hier praktisch Vollbeschäftigung. Der Krieg war vorüber und schon bald stellte man in den Fabriken fest, hey, die Amerikaner haben seit Jahren keine Autos mehr besessen, also lasst uns Autos produzieren. Selbstverständlich waren die Leute ganz wild nach Autos. Benzin gab es in Hülle und Fülle, auch Lebensmittel gab es wieder. Kein Zweifel, es ging aufwärts mit der Wirtschaft. Der Krieg und die steigende Kauflust danach brachten den amerikanischen Kapitalismus so richtig in Schwung.
Im ersten Sommer nach Kriegsende machten sich auch die sowjetischen Soldaten auf den Weg in die Heimat. Sie konnten kaum fassen, dass sie noch am Leben waren. До Москвы уже совсем недалеко. Поезд идет из столицы Германии. И вот он, счастливый час. Здравствуй, родная Москва! Здравствуйте, герои-победители! In der Menge der Wartenden durften sich diejenigen glücklich schätzen, die Sohn oder Ehemann unter den Heimkehrern fanden. Etwa 27 Millionen sowjetischer Zivilisten und Soldaten erlebten das Kriegsende nicht mehr. Wir empfingen die heimkehrenden Soldaten mit Blumen, Brot und allem, dessen wir habhaft werden konnten. Auch völlig Fremde wurden umarmt und geküsst. So glücklich waren wir. Wir wagten sogar wieder zu hoffen, dass auch unsere Vermissten noch lebten. Многие очень надеялись, что, может быть, они найдут родных, что, может быть, это ошибка. Главное, что были разорена Ganz Russland war zerstört. Von den Grenzen bis nach Moskau erstreckte sich ein Trümmerfeld. Viele Menschen hatten ihre Bleibe verloren. Die deutschen Truppen hatten bei ihrem Vormarsch etwa 70.000 Dörfer zerstört. Städte lagen in Schutt und Asche. Stalins Errungenschaften aus der Vorkriegszeit, Fabriken und Wohnungen, Ergebnisse seiner 5-Jahr-Pläne waren von den Invasoren zertrümmert worden. Alles, was vor dem Krieg das Leben erträglich gemacht hatte, war nun völlig zerstört. Die Menschen wohnten in Ruinen. Das Elend war unbeschreiblich. Das begreift nur jemand, der das selbst durchlebt und gesehen hat. Das Ende der Kampfhandlungen brachte den Russen einen Augenblick des Triumphs. Wir sind im Zentrum von Berlin. Das Reichstagsgebäude steht gleich gegenüber. Und dort das Brandenburger Tor. Die Deutschen hatten versucht, es mit Steinen zu versperren, doch wir sind geradewegs durchgefahren. Berlin, der letzte Kriegsschauplatz. Die Hauptstadt des Hitlerreiches war nun in den Händen der Roten Armee. Benommen fragten sich die Berliner, was ihre Eroberer mit ihnen anstellen würden. Doch es gab keine organisierten Massaker. Die Überlebenden durften weiterleben, so gut sie konnten. Stalin hatte seinen Streitkräften sogar Befehl gegeben, die Berliner mit Lebensmitteln zu versorgen. Doch die Soldaten plünderten die Häuser und machten Jagd auf Frauen. Diese Nachhut, die so nachkam, und die guckten dann durchs Fenster und ich habe mich immer bemüht, dieses Kind ruhig zu halten. Nein, einer war das nur. Und nahm mir das Kind auf vom Schoß, setzten es auf ein Bett, gaben dem eine Schachtel Zigaretten und irgendein Spielzeug zum Spielen. Und das war dann die erste Vergewaltigung. Ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Und mir war das alles so furchtbar und ich konnte ja auch mich gar nicht richtig äußern. Stalins Geheimdienstchef Beria und Außenminister Molotow besuchen Berlin.
Deutschland war in 4 Besatzungszonen aufgeteilt. Auch Berlin wurde eine 4-Sektoren-Stadt der Alliierten. Diese hatten beschlossen, von Deutschland Kompensation für die angerichteten Kriegsschäden zu fordern. Marschall Zhukov hatte gesagt, wir haben lange und hart gekämpft. Wir haben Berlin eingenommen. Moral und Gesetz geben uns das Recht, so viel wie möglich an Reparationen herauszuholen. Niemand weiß, was die Zukunft bringt. Die deutsche Bevölkerung musste den Russen bei der Montage und Abtransport von Industrieausrüstung helfen. Dabei ging es nicht nur um Maschinen. Tausende von Facharbeitern und Wissenschaftlern wurden zwangsweise in die Sowjetunion verbracht. Mitteleuropa stürzte ins finsterste Mittelalter. Es gab weder Gesetz noch Obdach, keine Gnade. Ein Kontinent voller Flüchtlinge. Millionen Menschen, entwurzelt durch Krieg und Verschleppung, drängten zurück in ihre Heimat. Nun wurden die Deutschen zu Opfern und Leidtragenden. Vom Mittelmeer bis zur Ostsee begannen die Siegermächte, Europa nach eigenem Gutdünken zu gestalten. Von Polen, dem Einfallstor des Russlandfeldzuges, hatte Stalin bereits ein Stück abgezwackt, Ostpolen annektiert. Als Ausgleich verschoben die Alliierten das ganze Land einfach nach Westen. Polen erhielt die deutschen Ostgebiete. Die deutschen Bewohner wurden vertrieben. Polen, die von der Sowjetunion aus ihrer Heimat vertrieben worden waren, bemächtigten sich nun der Häuser und Höfe deutscher Bauern. Aber in diesem Herbst 45, da hat eine Frau, ein junges Mädchen, eine Polin mit 19 Jahren und ein älterer Mann von der Miliz unser Haus betreten. Sie fragt meine Mutter, wem gehört dieses Haus? Und meine Mutter sagt, ja, mir. Und da sagt die Hania, so hieß die Polin, jetzt mir. Und das war fertig. Jetzt war es das Haus von Hania. Morgens 6 Uhr klopfen die wieder mit ihren Gewehrkolben und sagen, raus. Und jetzt, da habe ich als Kind gemerkt, auch als Kind, ich weiß es ganz genau, jetzt ist es echt. Überall in Europa mussten etwa 12 Millionen Deutsche Häuser und Höfe verlassen, die seit Jahrhunderten ihre Heimat gewesen waren. Heute spricht man von ethnischer Säuberung. Damals nannten es die Alliierten Bevölkerungstransfer. Siegesfeiern in London. Nach 6 Jahren Krieg sind die Briten hocherfreut, aber innerlich ausgelaugt. Noch umjubelte das Volk den König und das britische Weltreich, als wäre alles wie früher und jede Änderung ausgeschlossen. Der neue Premierminister des Königs hieß Clement Attlee. Die britische Wählerschaft war nach links geschwenkt. Churchill war als Premier abgelöst worden. Doch außenpolitisch stand die neue Labour-Regierung felsenfest zum Bündnis mit den Amerikanern. Ernest Bevin, der neue Außenminister und altgediente Gewerkschafter, misstraute den Kommunisten. Er hatte im Winter 1944-45 Churchills Intervention im griechischen Bürgerkrieg gegen die Kommunisten unterstützt, weil dort britische Interessen auf dem Spiele standen. Die Briten waren besorgt, dass der Konflikt die britische Ölroute aus dem Nahen Osten durchs Mittelmeer beeinträchtigen könnte.
Als stärkste Kraft im griechischen Bürgerkrieg griffen die Kommunisten nach der Macht. Sie wussten nicht, dass Stalin mit Churchill abgemacht hatte, er sei an einem kommunistischen Griechenland nicht interessiert. Seit November 1944 stehen britische Verbände in Griechenland auf Seiten der Regierung. Der Bürgerkrieg dauerte bis Ende 1949. Doch Stalin hielt Wort und überließ die griechischen Kommunisten ihrem Schicksal. Die Sowjetunion dominierte nun die Nationen entlang ihrer Westgrenze. Zunächst zwang Stalin seinem neuen Imperium noch kein Sowjetsystem auf. Stattdessen installierte er pro-sowjetische Koalitionsregierungen. Doch die Kommunisten stellten jeweils sicher, dass überall Polizei und Geheimdienst von ihnen beherrscht wurden. Auf der Konferenz von Jalta war der Sowjetunion im Februar 1945 diese Einflusssphäre zugesprochen worden. Wir waren uns damals vollkommen im Klaren darüber, was die Russen unter Demokratie verstanden. Aber schließlich kämpften wir zu dieser Zeit als Alliierte Seite an Seite. Wir hätten ja Stalin nicht einfach sagen können, wir schreiben mal auf, was wir unter Demokratie verstehen, und Sie haben das als Ihre Interpretation gegenzuzeichnen. Das war nicht möglich. Wir erhielten Telegramme von amerikanischen Vertretern in den Satellitenstaaten, wie wir sie später nannten, Berichte über das Verhalten der Sowjettruppen gegenüber der Bevölkerung von Polen, Bulgarien, Rumänien, Jugoslawien und so weiter. Da braute sich etwas zusammen. Plötzlich hieß es, ein prominentes Mitglied der Bauernpartei Bulgariens sei entführt worden und spurlos verschwunden. Oder andere führende Persönlichkeiten, die den neuen volksdemokratischen Regimen nicht in den Kram passten, waren plötzlich weg. In Berlin, wo die Alliierten das Leben in der Stadt gemeinsam beaufsichtigten, gingen die Kommunisten vorsichtiger zu Werke. The idea was at the beginning to cooperate and gradually. Zunächst hieß die Losung kooperieren. Aber nach und nach erfolgte der Aufbau der Partei als bestorganisierte politische Partei, die militanteste, die aktivste. Und allmählich verstärkte sich die Einflussnahme auf die anderen Parteien, um schrittweise das Ruder zu übernehmen, aber nicht alles auf einmal. Der Mann, der die Instruktionen gab, hieß Walter Ulbricht. Er sagte uns, ihr müsst euch vorbereiten auf den Aufbau der Polizei. Ihr müsst den Mann stellen, der die Personalentscheidungen trifft. Ebenso den Beauftragten für Erziehung. Wir fragten ganz verblüfft, aber wir sind doch nur 3 oder 4 Genossen. Alle anderen sind Sozialdemokraten oder bürgerliche Demokraten. Was bleibt uns da? Darauf er, es muss demokratisch aussehen. Aber wir müssen alle Fäden in der Hand halten. But we must have everything in our hands. Many Germans perfectly well understood. Zahlreiche Deutsche verstanden nur zu gut, dass aus Braun der Nazifarbe über Nacht rot geworden war. Die Methoden waren allerdings in vielerlei Hinsicht die gleichen oder doch recht ähnlich. Menschen wurden gezwungen, gegen ihren Willen zu handeln. Ich kannte lediglich den Vergleich zur Sowjetunion unter Stalin. Und verglichen mit der Sowjetunion unter Stalin, wie ich sie von 1935 bis 1945 kennengelernt hatte, war die Situation in Deutschland von 1945 bis 1946, 1947 fabelhaft. Hier gab es weit weniger Terror, als ich während der 10 Jahre zuvor in der Sowjetunion erlebt hatte. Der Sowjetkommunismus hatte im Kriege den Härtetest bestanden. Die Rote Armee war die größte Streitmacht der Erde. General Eisenhower kam nach Moskau, um der jüngsten Supermacht der Welt seine Reverenz zu erweisen. Doch Stalin argwöhnte, außenpolitisch von den kapitalistischen Mächten eingekreist zu werden. Im eigenen Land quälte ihn eine neurotische Furcht vor Verrätern. Wer in deutsche Kriegsgefangenschaft geraten war und dabei zwangsläufig ein wenig vom Westen kennengelernt hatte, wurde automatisch der Illoyalität oder gar des Verrats bezichtigt. Tausende von Rückkehrern wurden verhaftet. Die Amerikaner wussten sehr wohl, was in dieser Beziehung vor sich ging. We had a maid whose husband was a prisoner of war.
Wir hatten eine Hausgehilfin, deren Ehemann in deutscher Kriegsgefangenschaft gewesen war. Als er schließlich zurückkehrte, war die wiedervereinte Familie glücklich. 6 Monate später wurde er verhaftet, weil er als Gefangener in Deutschland gewesen war. Einige kamen aufgrund eines allgemeinen Erlasses Stalins ins Lager. Andere, weil sie desertiert waren oder gestohlen hatten. Es gab auch weißrussische Emigranten oder Polen von der polnischen Heimatarmee. Ich lernte eine völlig neue Welt kennen. Die Straflager wurden meine Universität. Polen. In den Ruinen Warschaus begannen die Bürger, den Schutt wegzuräumen. Die Polen hatten an allen Fronten gegen die Deutschen gekämpft, im Osten und im Westen. Nun machten sie sich gemeinsam an den Wiederaufbau ihres Landes. Manche hassten die neue, semikommunistische, an Moskau gefesselte Regierung. Andere hingegen fanden Gründe, sich mit ihr zu arrangieren. Das Wichtigste für mich war die Rückkehr meiner Mutter und meiner Schwester aus Sibirien. Es galt nun, unser Land wieder aufzubauen. Und wir mussten unsere bedrohte Grenze sichern. Das wurde mir möglich, indem ich in der Armee blieb. In Moskau lud man Polens neue Marionettenregierung in die Oper ein. Die Polen willigten in ein enges Bündnis mit der Sowjetunion ein. Stalin versprach, die neuen Grenzen Polens gegen jeden Versuch der Deutschen, sich die verlorenen Gebiete zurückzuholen, zu schützen. Stalin hatte den Zenit seiner Macht erreicht. Seine Kollegen empfanden Furcht und Schrecken in seiner Nähe. Russische Diplomaten und andere russische Beamte oder Parteimitglieder zitterten vor Angst vor dem großen Mann, und das mit Recht. Denn wer ihm einen unpopulären Ratschlag erteilte, endete womöglich im Konzentrationslager oder mit einer Kugel im Hinterkopf. Es war recht schwierig, Stalin einen guten Rat zu erteilen, wenn ihm dieser nicht zusagte. Stalin war fröhlich und bester Laune. An seiner Seite saßen der Ehrengast, der Dolmetscher und weitere sowjetische Gäste. Die Kellner servierten den Hauptgang. Ich glaube, es war Truthahn. Ein Kellner verteilte die Soße. Und plötzlich fielen ein paar Tropfen rötlicher Flüssigkeit auf Stalins sandfarbene Jacke. Alle saßen wie versteinert. Schockiert fragte sich jeder, was jetzt wohl passieren würde, denn die Flecken sahen aus wie Blutstropfen. Doch Stalin reagierte nicht darauf und setzte die Unterhaltung mit seinem Gesprächspartner fort. Ein anderer Kellner eilte herbei, brachte Wasser, um die Flecken abzuwischen. Aber Stalin sagte, ist nicht nötig, und blieb seelenruhig. Die Tischrunde sah mit Erleichterung, dass es keinen Eklat geben würde. Das Essen verlief wie geplant. Aus Anlass der Wahlen zum obersten Sowjet inszeniert Stalin einen großen Auftritt.
Er macht seinem erschöpften Volk keine Versprechungen, sondern kündigt noch größere Anstrengungen und noch mehr 5-Jahr-Pläne für die Schwerindustrie an. Dann warnt er mit düsteren Worten, die Rivalität von Kapitalismus und Imperialismus werde künftige Kriege unumgänglich machen. Sollte das etwa Krieg zwischen der Sowjetunion und dem Westen ankündigen? Das Ausland war alarmiert. Ich las die Rede sehr sorgfältig und interpretierte sie als aufgeschobene Kriegserklärung an die Vereinigten Staaten. Daran gab es keinen Zweifel. Wer den Text gründlich studiert, weiß, wovon die Rede war. Im Westen wurde die Rede als eindeutige Ankündigung eines Dritten Weltkrieges ausgelegt. Ich halte das für falsch. Stalin sagte in seiner Rede nichts Neues oder anderes. Er sagte lediglich, was er schon immer geglaubt hatte. Mit Imperialismus und Kapitalismus seien Kriege unvermeidlich. Die Russen und vor allem Stalin waren der Meinung, dass der Kommunismus eines Tages die Oberhand gewinnen, die führende Ideologie der Welt werden würde. Alle Länder der Welt würden nach und nach kommunistisch. Doch bis dahin, so Stalins Gedankengang, sollte man keine gefährlichen Kriege vom Zaun brechen, die man unter Umständen verlieren könnte. Aber man sollte jede sich bietende Gelegenheit ergreifen, um die kommunistische Sache voranzutreiben. Stalin hatte während der Kriegsjahre seine Diktatur ein wenig gelockert, doch nun zog er die Zügel wieder unbarmherzig an. Washington sah den offensichtlichen Argwohn der Sowjetunion gegen den Westen mit Sorge. Ein amerikanischer Diplomat in Moskau, George Kennan, wurde um eine Lageanalyse gebeten. Man übermittelte mir telegrafisch, die Regierung sei über die zögernde Haltung der Russen hinsichtlich ihres Beitritts zur Weltbank besorgt. Dies ließ sich nun bei Gott nicht mit einem Satz beantworten. Dazu musste ich etwas weiter ausholen und ich machte mich daran, ein Bild dieser sowjetischen Regierung zu entwerfen, wie sie aus den Wirren des Krieges hervorgegangen war. One of the strengths of Kennan was his awareness. Kennans Stärke lag in der Erkenntnis, dass das Russland, in dem wir lebten, Stalins Sowjetrussland, der Kommunismus, wie ihn die Leute nannten, sich in sehr vielen Aspekten an der russischen Vergangenheit orientierte. Ich musste praktisch bei Seite 1 anfangen und ihnen Dinge erklären, die sie wohl in den Kriegsjahren vergessen hatten. Ich musste ihnen klarmachen, hier sitzen nun dieselben Leute, die versucht haben, sich auf unsere Kosten Hitler vom Hals zu schaffen und dabei ihre Meinung über uns nie geändert haben. Kennans Telegramm aus der Moskauer US-Botschaft machte Geschichte. In 8000 Worten sagte er voraus, dass die Sowjetunion einen weltweiten Expansionskurs einschlage, der eingedämmt werden müsse. An dem Tag, als jenes Telegramm verfasst wurde, hatte ich das Pech oder auch Glück, Spätdienst im Kodierraum machen zu müssen. Das kam mir ziemlich ungelegen, denn ich hatte mich auf eine anstrengende Nacht ganz anderer Art vorbereitet. Eine der Botschaften hatte zum Ball eingeladen und daher wollte ich so schnell wie möglich Feierabend machen. Da kommt George in mein Büro. Es war schon 6:30 mit diesem ellenlangen Telegramm, das noch eingetippt werden sollte. Ich schaute drauf und sagte, äußerst nett, aber kann das nicht bis morgen warten? Aber er sagte, Washington will es haben und wird es auch bekommen. Und Sie bleiben hier und schicken es ab. Kennans Telegramm ließ in Washington die Alarmglocken läuten. Die Unruhe verstärkte sich noch, als wenige Tage später Winston Churchill in den USA eintraf. Präsident Truman hatte ihn eingeladen. They began to get to know each other. Our president said to Mr. Churchill. Sie hatten sich kennengelernt und der Kontakt wurde persönlicher. Der Präsident sagte zu Mr. Churchill, wir werden bei diesem Besuch viel zusammen reisen und es würde mich freuen, wenn Sie mich Harry nennen würden. Mr. Churchill darauf, gern, wenn Sie Winston zu mir sagen. Darauf Mr. Truman, ich glaube, das bringe ich nicht fertig. Sie sind für mich der bedeutendste Staatsbürger der Welt und ich scheue mich einfach, Sie Winston zu nennen. Churchill antwortete, wenn Sie mich nicht Winston nennen können, dann kann ich auch nicht Harry sagen. Wenn es so ist, sagte der Präsident, dann machen wir es doch.
Und von da ab hieß es Winston und Harry. Sie verstanden sich glänzend. Auf Churchills Besuchsprogramm stand auch eine Ansprache vor Studenten in Fulton, Missouri, dem Heimatstaat Trumans. Unter vier Augen zeigte Churchill Truman vorab seinen Redetext. Der Präsident war keineswegs sicher, wie die amerikanische Öffentlichkeit so unvorbereitet einen Frontalangriff auf den sowjetischen Kriegsverbündeten aufnehmen würde. Doch dieser Text kam ihm nicht ungelegen. Mr. Churchill, he's one of the great men of the age. Mr. Churchill gehört zu den Großen unseres Zeitalters. Er ist ein großer Engländer. Ein großartiger Engländer, aber auch ein halber Amerikaner. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic. Von Stettin an der Ostsee bis Triest an der Adria hat sich ein eiserner Vorhang über den Kontinent gesenkt. Hinter dieser Linie liegen all die Hauptstädte der historischen Staaten Mittel- und Osteuropas. Except in the British Commonwealth. Außer im britischen Commonwealth und in den Vereinigten Staaten, in denen der Kommunismus noch in den Kinderschuhen steckt, bilden die kommunistischen Parteien oder ihre fünften Kolonnen eine wachsende Herausforderung, eine Bedrohung der christlichen Zivilisation. Ganz gleich, welche Schlüsse man aus diesen unleugbaren Tatsachen zieht, das ist nicht das befreite Europa, das wir aufbauen wollten. Und auch nicht eines, das die Grundvoraussetzungen für dauerhaften Frieden in sich birgt. Unmittelbar danach verglich Stalin in einer Antwort auf Fragen eines Auslandskorrespondenten Churchill mit Hitler. Er machte Churchills Rede herunter und bezeichnete sie als unverhohlene Kriegshetze gegen Sowjetrussland. Seit 1945 waren Einfluss und Macht Amerikas überall in der Welt ständig gewachsen. Das machte Stalin nervös. Er setzte die Türkei unter Druck, der Sowjetunion Militärstützpunkte an den Dardanellen und am Bosporus einzuräumen. Die USA und Großbritannien erkannten hierin eine Bedrohung des Seewegs durch den Suezkanal. Sie waren entschlossen, einem sowjetischen Einfluss auf die Türkei entgegenzuwirken. Nach dem plötzlichen Tod des türkischen Botschafters in Washington entsandte Truman Amerikas größtes Schlachtschiff, die USS Missouri, um den Leichnam des Diplomaten nach Istanbul zu überführen. Das war ein klares Signal an Stalin. Komm uns nicht in die Quere, Hände weg von der Türkei. Wer die Türkei bedrängt, bekommt es mit uns zu tun. Iran lag, ähnlich wie die Türkei, an den Südgrenzen der Sowjetunion und war Russland seit Jahrhunderten feindlich gesonnen. Während des Zweiten Weltkrieges hatten sowjetische und britische Truppen den Iran besetzt, um ihre Ölinteressen zu schützen. Öffentlich feierte man sogar die gegenseitige Partnerschaft. Der alte Schah, dem man eine pro-deutsche Haltung nachsagte, wurde entthront und durch seinen Sohn Mohammed Reza Pahlavi ersetzt. Ein Vertrag besagte, nach Kriegsende sollten sowohl die britischen als auch die sowjetischen Truppen wieder abziehen. Als der vertraglich festgelegte Zeitpunkt des Abzuges gekommen war, wollte sich Stalin nicht zurückziehen. Er wollte bleiben. Das schaffte Probleme. Die Briten übten beträchtlichen Druck auf uns aus. Und in der Tat hatte die Sowjetunion nicht das Recht zu bleiben. Das Thema Iran bescherte dem Weltsicherheitsrat der neu gegründeten Vereinten Nationen seine erste große Krise. Andrei Gromyko, bis 1948 ständiger Vertreter der Sowjetunion beim Weltsicherheitsrat der UNO, fordert, die Debatte des Falles Persien zu verschieben. Erfolglos. Darauf verließen Herr Gromyko und die anderen Russen den Saal. Ihr dramatischer Abgang verursachte keine merkliche Reaktion, doch wir können uns vorstellen, was sich die meisten der Anwesenden dabei dachten. Ein Gutes allerdings hatte dieser Zwischenfall. Der Sicherheitsrat hatte die Nagelprobe bestanden. 6 Wochen später,
zog Stalin mit großem Zeremoniell seine Truppen aus dem Iran ab. Truman argwöhnte nach diesen ersten Nachkriegserfahrungen, Stalin strebe die Weltherrschaft an. Truman sagte, wir müssen in der Lage sein, unsere Besorgnis zu dokumentieren. Schauen Sie sich noch einmal die jüngsten Verträge an und machen Sie eine detaillierte Liste der Verstöße, an denen die Sowjets beteiligt waren. Damals war ich Mr. Cliffords Assistent und er betraute mich mit dieser Aufgabe. Wir sprachen über die Angelegenheit und ich fand, damit kratzen wir doch lediglich an der Oberfläche herum. Nicht eingehaltene Vertragsbestimmungen. Da gibt es doch weit gravierendere Probleme in unseren Beziehungen zur Sowjetunion. Wir sollten die Grenzen unserer Betrachtung doch etwas weiter fassen. So verbrachten wir Wochen mit Befragungen der führenden Politiker der Vereinigten Staaten. In der Einschätzung unserer Probleme und der Art und Weise, wie wir diese angehen sollten, stimmten alle Betroffenen völlig überein. Wir schlossen unseren Bericht mit der Empfehlung, die Politik unseres Landes unmissverständlich zu formulieren. Die Sowjetunion stellt eine tatsächliche Bedrohung des Weltfriedens dar, des Friedens in Europa, des Friedens der Vereinigten Staaten. Also müssen wir uns darauf einstellen. Der Clifford-Elsie-Bericht wurde geheim gehalten. Er kam zu der Schlussfolgerung, ein Krieg mit der Sowjetunion werde totaler und schrecklicher werden als alles bisher Dagewesene. Noch besaßen die Vereinigten Staaten das Monopol für Nuklearwaffen. Auf dem Bikini-Atoll im Pazifik wurden im Juli 1946 zwei Atombomben gezündet. Eine Warnung an Stalin. Von nun an begannen alle Großmächte ein hektisches Wettrennen um die Entwicklung eigener atomarer und biologischer Waffen. Auf der Pariser Außenministerkonferenz verlangte Molotow hartnäckig, die alliierte Kontrolle über Deutschland aufrechtzuerhalten. Doch sein amerikanischer Amtskollege Burns wollte Deutschland keine weiteren Reparationslasten aufbürden. Molotow warf Burns empört vor, er kümmere sich zu sehr um die Meinung der Deutschen. Molotow trug den Spitznamen der Neinsager. Aber wäre er ein Ja-Sager gewesen, dann wäre er bei Stalin nicht alt geworden. Stalin brauchte einen Neinsager, der es schaffte, ein Maximum an Informationen über die Absichten der anderen Seite zu beschaffen. Und Molotow konnte den Gegner ausquetschen bis zum Gehtnichtmehr. Wenn wir diese Methoden völlig ausgeschöpft hatten, war Stalin an der Reihe. Er kam dann mit einem freundlichen Lächeln hinzu und glättete die Wogen. In Paris deutete sich der endgültige Bruch zwischen den Verbündeten des Weltkrieges an. Amerikaner und Briten drängten auf stabile wirtschaftliche Verhältnisse in ihren Besatzungszonen, ohne sowjetische Störmanöver. Stuttgart wird Schauplatz eines neuen Kapitels in den Geschicken Europas. Außenminister Burns ist gekommen, um die Deutschlandpolitik der Vereinigten Staaten zu erläutern. Eine Rede, die weithin als das Ende der Beschwichtigungspolitik Amerikas gegenüber Russland interpretiert wird. Burns verkündet den Deutschen und der Welt: Es liegt weder im Interesse des deutschen Volkes noch im Interesse des Weltfriedens, dass Deutsche zu Schachfiguren oder Teilhabern am militärischen Machtkampf zwischen Ost und West werden. Ich hörte die Burns-Rede in Stuttgart mit großer Zustimmung, nicht zuletzt, weil ich sie zum größten Teil selbst geschrieben hatte. Diejenigen unter uns, die daran mitgearbeitet hatten, hegten keine antisowjetischen Gefühle. Das amerikanische Volk möchte die Regierung Deutschlands dem Volke der Deutschen zurückgeben.
Das amerikanische Volk möchte dem deutschen Volke helfen, wieder einen ehrenhaften Platz unter den freien und friedliebenden Nationen der Welt einzunehmen. 1945 hatten die Alliierten der Annektierung der deutschen Ostgebiete bis zur Oder und Neiße durch Polen zugestimmt. Nun aber ließ Burns durchblicken, er halte diese neuen Grenzen für ungerecht gegenüber Deutschland. Eine Änderung sei denkbar. Das war eine schockierende Aussage. Sie ließ uns vermuten, unsere Westgrenze werde von den Deutschen und anderen westlichen Ländern in Frage gestellt. Das war einer der wichtigsten Gründe für die Verstärkung unserer Beziehungen zur Sowjetunion. Weitere Bilder haben uns aus Moskau erreicht. Sie zeigen Alltagsszenen auf dem berühmten Roten Platz der sowjetischen Hauptstadt. Und was sieht man in den Auslagen der Geschäfte? Hier können wir einen kurzen Blick darauf werfen. Die neue Mode, erklärt uns der Kameramann, sei schrecklich teuer und unerschwinglich für einfache Menschen im heutigen Russland. Den einfachen Leuten ging es weit schlechter, als Wochenschauen wiedergeben konnten. Es war eine schwere Zeit. Mein Sohn war gerade 1,5 Jahre alt. Oft nahm er einen Teller aus dem Küchenschrank, kam zu mir und sagte, Mami, gib mir was. Aber ich hatte ihm nichts zu geben. Auf dem Markt kauften wir manchmal Pferdefutter. Für uns. Die Zerstörungen des Krieges und der Tod zahlreicher Arbeitskräfte an der Front verschärften die bedrückende Nahrungsmittelknappheit noch weiter. Ich machte eine Reise durch die Ukraine. Das war 1947, als dort eine Hungerkatastrophe herrschte, von der die übrige Welt nichts wusste. Die Sowjets prahlten gerne mit großartigen Getreideernten und dergleichen. Doch dort unten sah man auf den Bahnhöfen Kinder mit aufgeblähten Bäuchen, die um Brot bettelten. In Odessa lagen Menschen auf der Straße vor Krankenhäusern, die sie nicht mehr aufnehmen konnten und verhungerten. Unterernährung, wohin man auch sah. Auch in Deutschland breiteten sich Hunger und Krankheiten aus. Die westlichen Alliierten plagte der Albtraum, dass Armut die Deutschen hin zum Kommunismus treiben könnte. Doch, wir hatten viel Hunger. Es gab ja nichts. Oder nur oder zu wenig, was man noch hatte, ne? Dann sind wir da, man sagte früher Hamstern fahren, sind wir zu den Bauern gegangen, ne, und haben gebettelt. Und manchmal hat es was gegeben und manchmal auch nicht. Der amerikanische General Lucius Clay sinnierte, was fällt wohl leichter, Kommunist zu sein und 1500 Kalorien pro Tag zu essen oder Demokrat mit nur 1000 Kalorien? Hilfsleistungen für Deutschland kosteten die Briten mehr als 1 Million Dollar täglich. Doch die britischen Lieferungen reichten nicht aus, um Tausende von Deutschen zu retten, die im eiskalten Winter 1946-47 wegen Lebensmittel- und Brennstoffmangel verhungerten oder erfroren. Die britische Industrie kam zum Erliegen. Ausgehöhlt von 6 anstrengenden Kriegsjahren erwies sich die Wirtschaft als erschöpft. Kohle wurde knapp, die Stromversorgung brach zusammen und die Lebensmittelrationierung wurde verschärft. Die Leute vergessen, während des Krieges war Brot bei uns nie rationiert. Die Rationierung kam nach dem Krieg. Und das lag daran, dass wir massenhaft Getreide nach Deutschland schafften, um dort eine Hungerkatastrophe zu verhindern. Das war ein furchtbarer Winter. Es war kalt, die Ernte war verdorben, die Menschen waren unglücklich. Und die Kommunisten rackerten sich, zum Teil erfolgreich, ab, politisch an Boden zu gewinnen. Insbesondere in Italien und Frankreich, aber auch in Deutschland. But also in Germany. Die Briten konnten sich ihre enormen Verpflichtungen im Mittelmeer nicht länger leisten. Sie erklärten den Amerikanern, man werde sich von dort zurückziehen.
Die Nachricht kam und sie war deutlich. Großbritannien beendet seine Wirtschafts- und Militärhilfe für Griechenland und die Türkei. Damit war für die politisch Verantwortlichen bei uns klar, die Vereinigten Staaten mussten handeln, und zwar sehr schnell. Die Aussichten waren ziemlich schlecht. Für Europa, für die Vereinigten Staaten, eigentlich für alle. In Washington fuhr Präsident Truman zum Kongress. Von nun an, so verkündete er vor den Abgeordneten, würden die Vereinigten Staaten die Ausbreitung des Kommunismus überall auf der Welt eindämmen. Damit war offiziell der Kalte Krieg erklärt.